Ja, und da ist auch so ein Punkt. Jetzt kommt hier, glaube ich, der nächste Boss. Da muss man sich auch genau an diese Stelle stellen. Ganz oben. Ich glaube, das ist der Zyklon. Ja, geil. Haha, wir sind in der Vergangenheit. Doris wurde von einem Zyklon weggeblasen und verschwand. Ich bin so erleichtert, dass sie in Sicherheit ist. Sie sagte, sie sei in die Vergangenheit gereist. Hat sie geträumt? Meine Tochter wurde lange vermisst. Darum sagt sie komische Sachen. Doris behauptet man hartnäckig, sie sei in die Vergangenheit gewesen. Es muss schwer für sie gewesen sein, aber ich kenne die Vergangenheit nur zu gut. Es kann nicht wahr sein. Ich bin auf dem Zyklon in die Vergangenheit gefahren, doch keiner glaubt mir. Ich habe auch die Zauberschuhe. Ich hasse die Erwachsenen. Ich möchte nie erwachsen werden. Und in der Tat, wir sind in der Vergangenheit und ich finde das schön, wie das hier in, so in diesem Sepia-Ton gehalten ist. Und was haben wir hier? Seitdem das Übungsgelände in Rafflesia angelegt wurde, ist mein Papa dorthin gegangen. Ich vermisse ihn so sehr. Er braucht nicht zu üben. Ich musste meine Familie verlassen, um zum Üben nach Rafflesia zu gehen. Ich gehe nur dorthin, um meine Familie zu beschützen. Jawohl, und das ist die Frau. Ich weiß, dafür ist das Wohl des Dorfes, aber ich bin so einsam ohne meinen Mann. Er kehrt zurück, sobald er die 3 Medaillen erhalten hat. Apropos die 3 Medaillen, die müssen wir auch noch abgeben. Wir haben die ja alle 3 und konnten ja schon mit dem... Und wir können aber nicht überall hin. Wir haben ja die 3 Medaillen und wir müssen nur noch mit dem... Oh, die Diskettenwerfer gab es schon in der Vergangenheit. Müssen nur noch mit dem König reden. Ja, ich umlaufe mal wieder alle Gegner großräumig. Halt mal, ist jetzt denn? Das wäre ja geil. Wir sind ja in der Vergangenheit. Oder ist das Nintendo-Logik? Die Diskettenwerfer haben in der Vergangenheit mehr Disketten geworfen. Die Gegner... Also wenn jemand sagt, früher war alles besser, in der Tat, die Gegner waren früher besser. Ja, hier hilft uns nur das neue Schwert. Das macht da 1 Punkt Schaden mehr. Ja, super geil. Wow. Jetzt zieh dir mal rein, wie viele Disketten der schmeißt. Penner! Oh Gott. Und jetzt müssen wir hier von Neuem aufmachen. Natürlich, wir sind in der Vergangenheit. Und hopp. Und dann könnte es sogar sein, dass wir uns hier das Herz nochmal, also den Apfel nochmal extra holen können. Aber ich wollte erstmal hier ins Tierdorf. Denn hier am Apfelbaum, dieser Wald wirkt wie ein ruhiger und friedlicher Ort zum Leben, nicht wahr? Ich habe früher in Wasserlilie gelebt, doch ich beginne jetzt hier ein neues Leben. Es ist ein guter Ort. Ich bin mir sicher, dass ich hier viele gute Freunde finden werde. Ja, der Verleihkollege, und da ist ein neues Tier. Was ist denn das? Wir gehen mal hin. Ami, ich bin ein Armadill, ein Gürteltier. Ich habe gerade das Wasser genossen. Danke für nichts, Mensch. Hast du aber eine Menge Freunde hier? Kann ich auch mitmachen? Ami, das Armadill, schließt sich der Gruppe an. Ja, wie praktisch. So, hier die Höhle ist auch noch nicht da. Jetzt haben wir ein Armadill in der Gruppe. Ein Gürteltier und das... Verwende mich als Brett. Ich kann auch Schalter für dich drücken. Und ihr könnt euch sicher denken, wie wir das jetzt gebrauchen werden. Wir gehen jetzt erstmal hier zurück an den Diskettenwerfern vorbei. Full speed ahead. Zurück nach Bre, wollte ich schon fast sagen. Nochmal. Ha, wollte eine Diskette nach uns werfen, aber da war leider die Kameraführung im Weg. So, und jetzt machen wir hier mal eine ganz schnelle Geschichte. Holen hier noch einmal kurz uns Max-Leben und zack. Jetzt mehr schon ein Jump'n'Run. So, verwende mich als Brett. Jetzt wissen wir auch gleich, wo die Zauberschuhe hin sind. Und wenn wir jetzt mit C... können wir Ami das Armadill in ein Brett verwandeln und
Sack. Saints erhält die Zauberschuhe. Mit diesen Schuhen kannst du durch die Zeit reisen und aus der Vergangenheit zurückkehren. Saints beschließt, sie anzuziehen. Und zack macht's und wir sind wieder in der aktuellen Zeit. Ist das geil? Das ist geil. Und wir gehen weiter. Ach, da sind sie wieder. Ja, die Gegner sind was ein Glück schwächer geworden und wir gehen jetzt hier direkt weiter und ich möchte jetzt als erstes das Schwert holen. Oh, wow, Freund. Ach, und hier haben wir noch den... Hier haben wir noch den Salat. Komm, es passt gerade so gut. Wow, das war knapp. Und zack. Und wir rennen hier zurück. Und wir können jetzt hier Fegefeuria. Irgendwo war hier ein Vulkanier, war glaube ich noch ein Apfel zu holen. Den müssen wir auf jeden Fall noch holen. Und was gibt es noch zu sagen? Erstmal ein neues Schwert für uns und dann werde ich mal wieder eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen den Zyklon. Und da wissen wir auch, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, da komm, dann holen wir das Schwert noch schnell. Was hier? Heldenbrunnen, hebt dein Schwert auf, Junge. Nun ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Ja, das geht immer noch nicht. Vielleicht später. Ja, schon lange auch nicht mehr gespeichert. Das mache ich jetzt hier einmal. Gut gemacht. Du hast dir 3 Medaillen verdient. Das ist eine hübsche Leistung für einen jungen Knaben. Hier ist das heilige Schwert als Belohnung. Man sagt, es sei das wahre Zeichen eines Helden. Du bist der erste 14-Jährige, der das Schwert erhält. Pass nur gut darauf auf. Saints hat das heilige Schwert erhalten. Ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus und macht halt gut mehr Schaden. Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt... Oh, Bill Kaulitz. Bill, was? Aber das Schwert, das ist doch heilig. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Nun, wie gefällt dir das? Ha, das geschieht dir recht. Okay, gut. So, hebt das Schwert auf, Junge. Nun ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Und dann warten wir mal. Aber es kann sein, dass das auch später erst der Fall ist. Ja, das wohl später. Gut, dann werden wir an dieser Stelle mal kurz aus den Wolken herausgehen und speichern. Und dann sage ich mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Soleil. Ciao, ciao. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soleil. Und im letzten Part haben wir uns ja das heilige Schwert hier beschafft. Und wir haben ja viele andere Sachen gemacht. Wir können auch wieder mit Menschen sprechen, aber auch mit Tieren. Man sagt, es sei jemand im Dorf durchgebrannt. Menschen trauen sich ja so viel. Was heißt denn durchbrennen? Ja, da ist also irgendjemand... Reden wir mit der Kuh. Die Kuh macht Mu. Wo ist denn die Kuh? Mu. Da. Und hier die geilen sich drehenden Blumen. Im Garten vor der Kirche ist eine seltsame Blume. Es ist nicht die Farbe und auch nicht die Form, die anders ist. Es ist etwas anderes. Pass gut auf, Mu. Da gehen wir doch erstmal in die Kirche. Gucken wir, und ich wollte mir auch hier den Apfel, und zwar ist das... Wir müssen ja hier die Tiere miteinander kombinieren. Ich glaube, es war so. Nein, wir haben die Möglichkeit, unser Schwert zu steuern mit dem Schmetterling. Und wir haben die Möglichkeit mit dem... Lass mich kieken. Mit dem Eichhörnchen dieses Abprallen hier zu erzeugen. Das ist ein Geheimnis. Gerade mal gucken. Nein, das klappt nicht. Und dann eiert das so komisch. Und wir können es trotzdem steuern. Aber das ist irgendwie nicht das, was ich suche. Dann ist es eine andere Kombo. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, die weiß ich nicht mehr alle aus dem Kopf, wie die funktionieren. Aber vor der Kirche, im Garten von der Kirche, soll eine Blume rumstehen, die anders ist. Hat er doch eben gesagt, ne? Die Kuh.
Die Blume ist anders und man soll aufpassen und vor der Kirche wäre die Blume im Garten. Ist das hier der Garten vor der Kirche? Nee. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal. Hier ist eine. Das ist nicht die Farbe, sondern was anderes. Gehen mal in die Kirche rein. Da ist der Pfaff. Ich höre, dass es in Iris unaufhörlich schneit. Wie furchterregend. Der Heilige muss über den Mangel an Glauben sehr erzürnt sein. Ja, das mag gut hinkommen. Wir gucken mal hier. Huch, wer ist das? Alice. Ich habe dich so sehr vermisst. Wie geht es dir? Nun, du hast ja mit den vielen Tieren Freundschaft geschlossen, nicht wahr? Ja. So, da haben wir jetzt auch noch was. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ging. So. Hm. Nee. Dann war das wann anders. Na gut. Wir können ja das Armadill als Brett benutzen. Vielleicht kommen wir damit an den Apfel. Aber ich glaube es nicht. Nee. Nee, der Apfel war meines Wissens nach anders zu beschaffen. Aber wir gucken jetzt gerade mal, ob wir eine Möglichkeit haben. Ich laufe mal hier am Rand entlang. Ins Wasser zu kommen. Also hier haben sich auf jeden Fall Neuigkeiten aufgetan. Warte mal hier, ob wir da irgendwo... Nix. Da ist wieder Billy, der hasst uns ja, aber das ist nicht so schlimm. Wir mögen schließlich Tokyo Hotel auch nicht und dann ist es schon in Ordnung wieder. So, jetzt aber nochmal zur Kuh. Ich will das jetzt gerade nochmal mit der Blume vor der Kirche, habe ich jetzt nicht ganz so gecheckt, ehrlich gesagt. Im Garten vor der Kirche ist eine seltsame Blume. Es ist nicht die Farbe und auch nicht die Form, die anders ist. Es ist etwas anderes. Pass gut auf. Also im Garten vor der Kirche ist eine Blume. Das ist hier wieder so eine Blumenparty. Farbe und Form sind nicht anders. Vielleicht dreht sie sich anders dann. Alle drehen sich links rum. So, das ist jetzt ein bisschen... Alles im Gleichklang, das ist... Oh. Was ist denn das? Geht das mit allen? Ah, okay. Ne, das habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht dreht sich die Blume andersrum. Die Farbe und die Form ist die gleiche. Und im Garten vor der Kirche... Das ist natürlich... Das ist schon böse, weil das, einem ziemlich hier das Hirn kaputt macht. Fast wie das RTL 2 Mittagsprogramm. Wir gucken mal. Im Garten vor der Kirche traf ich einen... Ne, das ist mal anders. Ich sehe sie nicht. Also die Blume dreht. Vielleicht, wenn Farbe und Form nicht anders sind, dann muss die Blume sich anders umdrehen. Ich schaue jetzt im Moment auf der linken Seite. Gott. Das macht ja... Also das, ne? Das... Hier ist so eine einzelne. Nee. Und dann, ich meine, die Wolken machen es nicht besser, ne? Und jetzt schauen wir mal die rechte Seite an. Da ist sie. Da ist sie, hier, direkt vor uns. Sie dreht andersrum. Damit haben wir einen Schalter ausgelöst, der uns hier eine Brücke aufgemacht hat. Ist das süß? Ja, geil! So ging das mit dem Apfel. Wusste ich gar nicht mehr. Und damit haben wir den nächsten Apfel erlangen können. So, für 800 Marlen können wir ja hier auf dem Spielplatz ankriegen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter hier. Das war jetzt hier das Kirchenrätsel. Und jetzt... haben wir noch ein Rätsel offen. Ich hatte nämlich eben schon mal aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Und da hat sich die Aufnahme zerlegt und das Spiel kurz minimiert und dann musste ich jetzt einmal neu. Hier ist unsere Mutter. Ah, du bist zurück. Verstehst du, was ich dir sage? Ja, natürlich. Ich bin so froh, dass du heimgekommen bist. Du warst so lange weg, dass ich mich schon sorgte und dachte, du kämst niemals mehr zurück. Nein. Ah,
Okay. Mehr Text hat sie nicht.